Ah, hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Dieser Teil baut auf dem letzten auf, wo ich mir Gedanken mache zu Partnerschaft, Ehe, wie definiere ich das eigentlich oder was macht das Ganze aus? Eine Lebensgemeinschaft und heute Sexualität und Fetische. Um was geht's mir da? Ich würde mal so eine Grundprämisse aufstellen. Die Frage ist, intensiviert unsere heutige Technik und der heutige Fortschritt unsere Sexualität? Verändert der die? Stichwort ist Internet, ja. Wir haben hier ständig Zugang zu irgendwelchen Informationen über Sex oder auch zu visuellen sexuellen Content. Oder würdet ihr sagen, das war schon immer so oder das hätte sich automatisch mit der Zeit so ergeben? Was hatte man früher? Ich glaube, so das erste Ding war die käufliche Liebe bzw. das gemalte Bild. Das kann man vielleicht so ein bisschen an den Anfang stellen. Also ich habe mir jetzt, wenn wir uns so ein Wildwesten vorstellen, ja, da hat jeder ein klares Bild, da ist irgendwo das Saloon, da ist irgendwo der Sheriff und da ist irgendwo ein Bordell. Ja, das ist klar. Das gab es wahrscheinlich schon bei den Rittern und wahrscheinlich auch schon lange vorher. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich komme vom Land, wo da Bordells waren. Und ich glaube, du musst, wenn du nicht im letzten Berg oder in der letzten Schlucht wohnst, musstest du da nie länger als eine halbe Stunde fahren, um ins nächste Bordell zu kommen. Und das war allgemein bekannt, wo diese Punkte waren. Und ich glaube so, das ist eine sehr frühe Form der Sexualität, dass man sagt, okay, die Leute, die eben gerade niemanden haben, können sich das dort käuflich erwerben. Und ja, für Sex mit sich selber kannst du dann wahrscheinlich am Anfang nur sagen, ja, irgendwelche Leute haben das eben gemalt und das sollte deine Fantasie anregen, ja. Dann gab es noch Schrift, zu der kommen wir später, aber das Ganze geht dann wahrscheinlich bis zum Foto. Nachdem man ein Foto machen kann, klar, kannst du dann ein Foto von Personen machen, die dann leicht bekleidet sind und dann hast du irgendwo hier eine Vorlage. Playboy kam dann 1926 raus, Hustler ist 1974, also okay, da hast du am Anfang sehr wenig gesehen, aber klar, da hattest du mal eine visuelle starke Unterstützung. Dann kam natürlich das Fernsehen, irgendwann kamen diese Softcore-Filme, dann hattest du schon irgendwie mehr Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Hardcore-Sachen waren erkäuflich, ja, die konntest du kaufen, nicht erkäuflich, sondern käuflich, die konntest du kaufen. Und dann gab es natürlich auch Pornomagazine, also fast immer mehr Einblick in das Ganze bekommen. Bis dann das Internet kam und hier hast du eben von der Informationsgewalt und von allem, was du visuell hast, haben willst, einfach alles und dazu noch ganz viel kostenfrei. Also da stellt sich schon die Frage, kann ein so plötzlicher Schub, dass das total präsent ist, tatsächlich unsere Sexualität verändern? Und ich glaube, das hat sich auch ausgewirkt. Heutzutage werden in Serien, in Filmen, in der Musik, in Büchern, werden ganz viele sexuelle Praktiken, die nicht gerade Missionarstellung sind, angesprochen. Du hast Werbung von irgendwelcher Mode, wo Frauen und Männer fast ganz nackt sind, gerade mal du siehst den Hintern und gerade mal ist irgendein String dazwischen oder vielleicht auch nicht. Du kannst im Fernsehen heute nackte Leute im 20.15 Uhr Programm sehen, ja, die komplett nackt sind, keine Close-Ups, aber dennoch. Also das Ganze hat sich durch Fernsehen, durch Musik, durch Schrift, durch Bild und durch das Internet einfach extrem verbreitet, auch durch die Werbung, die einfach sehr intensiv Sexualität hernimmt, um für gewisse Produkte zu werben. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie wirkt sich das auf unsere Sexualität aus, wenn das ständig so präsent ist? Also das ist hier meine Hauptfrage, Intensivierung der Sexualität durch verbreitete Präsenz. Also das quasi uns ständig und immer umgibt. Ich will dazu eine Kleinigkeit sagen, wo ich so das erste Mal so Gedanken darüber hatte. Ich war mit meinem Cousin 10 Tage angeln. Und da waren wir wirklich nirgendwo und da gab es nichts, das uns an irgendwas hätte erinnern können, sondern das war absolut in der Einöde irgendwo an einem Fluss. Und ich habe schon gemerkt, wie die Gedanken in diese Richtung stark runtergehen, ja, weil du einfach keinen Input mehr hast. Ja, du sitzt da, machst dein Lagerfeuer, machst deine Jokes, trinkst vielleicht ein bisschen und das war's. Es war total entschleunigt, ich habe echt lang gebraucht, um ruhiger zu werden. Ja. Ich habe natürlich irgendwie ein Buch mit dabei gehabt, sonst wäre ich da, glaube ich, krepiert. Aber dennoch,
habe ich schon gemerkt, okay, ja, der nimmt sich ganz schön zurück. Auch beim Bundesheer, da war ich 2 Wochen am Anfang drin, also beim Militär, und du hast eben nur Männer, und dann gehst du raus oder kommst von diesem Angelurlaub zurück und siehst die ersten Werbungen, das erste Mal wieder das andere Geschlecht, und dann hast du hier einen sehr starken Input. Also diese ständige Präsenz von Sexualität, glaube ich schon, dass sich die auf uns auswirkt. Was können jetzt Auswirkungen sein? Jungfrau, Entjungfern, ja, also egal ob Mann oder Frau, das ist immer ein sehr hoher Druck. Hey, ja, wann wurdest denn du entjungfert? Und ich glaube, das kann durchaus sein, dass das immer früher und früher passiert, ja, weil sowohl Jungs als auch Mädchen immer mehr Informationen haben, schon früher Informationen haben und sie ständig von dem umgeben werden, und dann denkt man sich vielleicht auch mal mit 12, hey, wir könnten ja schon Sex haben. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, es ist aber jetzt keine Statistiken gefunden, wo ich sagen könnte, ja, okay, das kann ich hier vertreten, aber doch immer wieder wird ausgesagt oder kriegt man Informationen, dass das doch auch früher passieren kann. Das heißt nicht, dass nicht Leute auch mit 18, 19, 20 erst das erste Mal Sex haben. Das ist auch kein großes Problem, das ist kein Problem. Aber es kann auch durchaus früher vorkommen. Und mehr Sex mit unterschiedlichen Sexpartnern, also sowohl als auch, ist natürlich auch möglich. Zum einen, wir haben Verhütung, wir sind aufgeklärt, ja. Früher wurde das den Frauen teilweise noch so gesagt, da ging es nicht darum, dass sie jetzt Spaß dran haben. Dann kommt ein Kind raus, ja, wenn du nicht verheiratet bist, dann Sex hast, ein Kind bekommst und der heiratet dich nicht, dann hattest du als Frau teilweise riesengroße Probleme. Das hat teilweise bis zum Selbstmord geführt oder du wurdest total geächtet von deinem Dorf. Also das alles konnte passieren mit einem unehelichen Kind. Also heutzutage ist man da viel freier in der Sexualität, man kann verhüten und man hat einfach viel mehr Informationen. Man kann einfach sagen, ja, okay, es ist vollkommen in Ordnung, wenn beim Sex sowohl Mann, also Frau oder beide Partner, je nachdem, hier Spaß dran haben. Also das könnte mal so vordergründige Auswirkungen sein, dass ich früher Sex habe, dass ich öfter Sex habe, dass ich mit mehr unterschiedlichen Leuten Sex habe. Heutzutage musst du auch nicht mehr gleich heiraten oder zusammenziehen. Früher war das noch wichtig, dass man sich da bindet und dann abgesichert ist, gerade als Frau, dass man eben diese Absicherung hat. Was sind weitere Auswirkungen? Und da würde ich jetzt tatsächlich zu Fetische kommen. Was ist das? Sexuelle Devianz, also abweichendes Verhalten. Und da würde ich schon mal sagen, was zur Hölle ist abweichendes Verhalten von, also sexuell abweichendes Verhalten heutzutage? Ja, Missionarstellung, okay, gut. Alles drumherum ist ja heutzutage wohl nicht mehr so, ja. Also, wie gesagt, in Filmen, Serien, Musik, Büchern und so ist sowas wie Oralsex oder Analsex kommt ständig vor, ja. Und dass mal irgendjemand im Bett gebunden wird, das siehst du heute im Nachmittagsfernsehen bei Two and a Half Men oder Anger Management oder was auch immer. Hey, das holt keiner mehr irgendwo hervor. Also ist das wirklich ein Fetisch, dass man sich irgendwo ranfesselt und sagt, haha, ich genieße jetzt und der andere muss jetzt arbeiten. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das verändert sich auch schon mal ganz stark. Was sind denn überhaupt Fetische oder was ist Abweichen von der Norm und was macht ohnehin schon die Masse? Die einen machen vielleicht lieber das und die anderen das, aber man kennt es, man weiß es, man hat es vielleicht schon mal ausprobiert und es ist nicht mehr so tabu. Ich habe jetzt mal so die Hauptfetischbegriffe aufgeschrieben, das wäre Bondage und Disziplinierung, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus, jedoch auch alle anderen Praktiken, ja, weil das wären so mal die bekannten, die man auch findet, wenn man im Internet nachsieht. Ist das Ganze eine neumodische Erscheinung? Und da muss man sagen, nee. Also das alles, so ziemlich jede sexuelle Praktik ist nicht unbedingt eine neumodische Erscheinung. Ja? Die Literatur, die 6 Bücher der Satire und Satyricon. Ins zweite Jahrhundert nach Christus zurück. Extreme Praktiken reichen bis ins dritte und vierte Jahrhundert zurück. Kamasutra gibt es dann noch und den Klassiker, die 120 Tage von Sodom, vom Marquis de Sade, wo mal diese, ja, diese ganze Fetisch mal oder Sadomasochismus mal irgendwie beschrieben wird. Also, dass sich Menschen so etwas nicht ausdenken können, nur weil sie heutzutage Internet haben und hier die Fantasie mehr angeregt wird,
ist wohl klar, also sehr, sehr, sehr viele sexuelle Praktiken gibt schon seit Ewigkeiten und sicherlich auch vor Christus und zurück zu den Ägyptern oder was auch immer oder vor, bei den Römern, also die ihre Lustknaben gehabt haben, dann würde die Idee nicht dort aufgehört haben oder man sagt, boah, ich habe jetzt einen Lustknaben, aber weiß nicht, wie ein Anal funktioniert, dann wird es wohl irgendwie schwer sein. Also wir wissen, das Ganze reicht wahrscheinlich verdammt weit zurück und man hat auch schon verdammt früh Frauen für Geld bezahlen können. Bei Männern ist es, glaube ich, zwar nicht so, aber vielleicht gab es das sicher oder es gab es sicher auch vereinzelt. Also es ist keine neumodische Erscheinung. Also kann man vielleicht nur sagen, es wird intensiviert, ja? Also was früher ein Fetisch war, ist jetzt weniger ein Fetisch, obwohl, ja, auch fragwürdig. Aber kommt jetzt zu dieser Intensivierung? Und ich denke mal, ja, also dadurch, dass es wirklich heutzutage in der Popkultur einfach so extrem oft genannt wird und auch schon sehr harte Praktiken genannt werden, glaube ich, probieren die Leute einfach viel lieber aus oder viel eher aus oder sind da viel mehr bereit, mal andere Sachen hier auszuprobieren. Und ja, gerade bei einer Partnerschaft oder einer Ehe, die sehr lange geht, ist es natürlich auch vielleicht sogar sehr clever zu sagen, hey, wir haben da Zugriff auf so und so viel Ideen, probieren wir mal das ein oder andere aus. Prinzipiell würde ich sagen, ich glaube an eine Verbreitung von Fetischen, ja, die Frage, ist das überhaupt Fetisch? Es gibt Leute, die haben gegen dieses Wort einen unglaublichen Hass oder die mögen das überhaupt nicht. Nee, es ist einfach nur abweichende sexuelle Praktiken oder abweichende Praktiken. Das muss nicht mal Geschlechtsverkehr haben, das muss auch keinen Orgasmus haben, sondern das sind einfach abweichende Praktiken von der Norm. Und da kann man sich immer fragen, hey, weichen meine Praktiken überhaupt so weit von der von anderen ab? Wie gesagt, ob Oral und Anal hier wirklich ein Fetisch ist, würde ich inzwischen nicht mehr sagen. Jeder Fetisch ist prinzipiell in Ordnung, solange alle, die beteiligt sind, einverstanden sind und keine bleibenden Schäden irgendwie hier verursacht werden. Und das würde ich schon sagen, also bei bleibenden Schäden ist auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Ja. Ich glaube, der zweite Teil von Schweigen der Lämmer, da geilt sich dann Hannibal Lecter auf, wie sich dann ein junger Typ verstümmelt, sich die Haut runterschneidet, Fleisch runterschneidet und dann irgendwann vollkommen entstellt im Rollstuhl landet. Also solche Sachen sind natürlich extrem fragwürdig. Wenn dir finanziell ein sehr hoher Schaden passiert, ist es natürlich auch fragwürdig, wenn du da nicht mehr rauskommst. Aber alles, was körperliche Verstümmelung betrifft, das ist ein No-Go. Und ja, alle müssen natürlich einverstanden sein. Zu diesem Einverstanden, wir hatten mal eine Freundin und die wollte im Sex im Freien haben und der hat es ihm gefallen, wenn sie dabei erwischt wird. Und wir waren alle eher so der Meinung, nee, wir müssen dich jetzt eigentlich nicht hier rumvögeln sehen. Aber da dachte ich mir auch, mein Gott, ja, wenn du irgendwo im Lokal bist, gehst auf die Toilette und sie hängt irgendwo in der Ecke mit einem Freund, ja, okay, who cares, ja. Siehst du mal hin, winkst und das war's. Also da gibt es wirklich schlimmere Sachen. Wenn du Leute mehr einbaust, dann solltest du dir echt klar werden, was tust du da und abchecken, ob die das wollen. Ich hatte auch mal ein bekanntes Pärchen und die wollten die ganze Zeit, dass ich mit meiner Freundin irgendwann zu ihnen zum Essen komme. Und die haben so komisch gefragt, dass ich das immer abgelehnt habe. Im Nachhinein kam ich dann dahinter, die wollten mit uns weiß Gott was aufführen und die hätten uns wahrscheinlich auch nicht mehr einfach so rausgelassen. Und das ist ein No-Go, ja. Also das musst du vorher abklären. Wollt ihr das? Sie kannten meine Freundin überhaupt nicht. Also einfach davon auszugehen, dass das passieren würde, wäre schon, ist schon sehr dreist. Aber sowas geht überhaupt nicht. Im Nachhinein war ich dann richtig, also als ich das gemerkt habe, ist es mir richtig ungut geworden. Was hätte ich in der Situation getan? Kämpfst du dich sofort raus oder was zur Hölle machst du denn da, wenn die wirklich aggressiv vorgehen? Also das ist ein absolutes No-Go, ja, das geht auf keinen Fall. Beide müssen einverstanden sein, keine bleibenden Schäden. Das Ganze fiel mir mal so auf und zwar, wir waren im Studentenheim und in der Nähe gab es so eine Sadomaso-Bar. Und wenn der neue Student war oder so, ist man da hin und wieder mit denen hingegangen. Da konntest du ganz, also es war einfach ein Café, ja, da konntest du normal essen, essen glaube ich nicht, aber normal trinken. Und hin und wieder sahst du halt ein paar Leute, die hier ein bisschen von der Normalität abfallen oder eben ein bisschen Fetisch hier haben, von der Masse her abstechen. Und da hinten gab es irgendwo eine strenge Kammer. Und da hast du halt hin und wieder, weiß ich nicht, eine nackte Frau oder einen nackten Mann gesehen und das war's und da hat man die eben hingebracht
Und ich war auch mal dort mit einem Freund. Und da waren zwei, die haben gerade geheiratet als Kaiser Franz und Kaiserin Sissi von Österreich. Und wir haben so gefragt, wie könnt ihr das machen und wie lächerlich und weiß Gott was. Und im Nachhinein dachte ich mir, warum, ja, wenn die das glücklich macht, dass sie als Kaiser Franz und Kaiserin Sissi heute geheiratet haben, Herr im Himmel, dann lass ihnen doch diese Freude. Ey, da gibt's wirklich so, es gibt so schlimme Sachen, was Menschen machen, und über so etwas regt man sich auf, weil Leute hier Rollenspiele machen, anstatt zu sagen, eigentlich ziemlich cool, ja, die haben beide hier das gleiche Hobby, freuen sich, waren hier Feuer und Flamme, und dann kommen wir Idioten und machen ihnen das irgendwie kaputt. Also, da dachte ich mir, hey, ich war in meinem Leben zu so vielen Sachen ignorant, weil ich sie einfach nicht kannte oder mich nicht näher damit auseinandergesetzt habe, und dachte mir, boah, Golf spielen ist sicher total lächerlich, was muss man denn da schon können? Und weiß Gott was, wo ich einfach keine Ahnung hatte und mir dachte, na, ich mach's nicht, wenn ich nicht mach, kann das nicht cool sein, ich verstehe es nicht, also ist das doof. Herr im Himmel, wenn ihr so und so heiraten wollt, wenn ihr den und den Fetisch habt, dann bitte macht das. Wie gesagt, hey, keine permanenten Schäden und alle sollen einverstanden sein, aber dann darf doch jeder machen, wenn sie das wollen und ihnen das Freude macht. Ist es wirklich an uns, an euch, ja, an den anderen, darüber zu richten, nur weil man das selber nicht mag? Und wenn ihr darüber richtet, müsst ihr euch immer überlegen, dann dürfen die auch sagen, alles, was ihnen nicht gefällt, dürfen auch alle anderen nicht machen. Dann trifft es euch, ja, vielleicht gefallen euch Sachen, wo ein anderer sagt, das finde ich total dämlich. Stricken, was du strickst, finde ich total doof, darfst du nicht mehr. Du magst mein Hobby nicht, ich mag deines nicht. Hey, weg. Wandern, Sport, nee. Dass leider keine Sport mehr machen, finde ich total dumm, da könnten sich Leute wehtun. Also das kannst du kannst gegen alles, was wir so hobbymäßig machen oder wo wir eine Leidenschaft haben, kannst du immer ein Gegenargument bringen. Und wie würdet ihr euch da fühlen, wenn jemand hergeht und sagt, das dürft ihr nicht mehr machen, weil ich verstehe das nicht, ich finde das doof. Ja? Also da würde ich sagen, hey, die Leute sollen, egal sexuell oder irgendwo anders, ihre Fetische haben, solange weggehen von der Normalität, das kann auch richtig geil sein, solange eben hier niemand zu Schaden kommt. So, puh. Besondere Formen. Es gibt noch ganz besondere Formen von Sexualität. Ich habe da mal gemacht die smarte Prinzessin. Das ist auch in diesem Lokal. Und da geht es darum, dass sich da mehrere Menschen sehr abhängig von einer Person gemacht haben. Das gibt es tatsächlich auch in Reality-Shows und Soaps. Und so sieht man das immer wieder, dass, ich sag mal, öfters vielleicht Männer sich da Frauen binden, dass man so eine Frau hat, die auch Sex hat mit anderen Leuten und so einen Sklaven dabei, der tut ihr alles, der geht mitten in der Nacht Zigaretten holen, wenn sie das sagt, wenn sie ihn anruft, der kommt sofort vorbei, die haben aber keine sexuelle Beziehung, das kann sogar sein, dass das ein Pärchen ist, ja, und einfach dann der Sklave, der Dritte dann dabei ist und beide unterstützt, ja, für sie beide Möbel darstellt, wo sie sich draufsetzen können, die Beine an, drauflegen können, dass er sie bedient, dass er für sie arbeiten geht, dass er ihnen ihr Geld gibt und so weiter. Ja. Also gibt es sicher andersrum auch, dass das Frauen tun, wie auch immer. Ist auch egal, ob homosexuell oder heterosexuell, wie auch immer. Also jemand ist wirklich dem anderen absolut hörig. Und da will ich sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das so ein Fetisch ist, wo ich sage, ja, wenn du damit glücklich bist, weil jemand tatsächlich sein ganzes Leben dafür aufgibt. Und da würde ich eher in den Raum stellen, soll diese Person nicht eher eine Therapie machen und dann versuchen, sich selbst ein Leben aufzubauen. Denn der Punkt ist, irgendwann hat der andere die Domina oder was auch immer die Lust verloren, oder was ist, wenn diese Person stirbt oder wenn die einen Partner findet oder eine Partnerin findet, die sagt, nee, ich will diesen Typen da nicht dabei haben oder diese Frau. Was ist, wenn das Leben dort endet? Was machst du dann? Bist du dann selbstmordgefährdet? Wie auch immer, oder wenn du dann sagst, nee, jetzt brauche ich einen Job, ja, puh, okay, meine Mistress ist weg, jetzt brauche ich irgendeinen Job, das kann auch ganz schön schwer sein, wie bewirbst du dich dann? Naja, ich bin jetzt 40, die letzten 20 Jahre war ich Sklave bei meiner Domina, ah, okay, hat ihnen die ein Arbeitszeugnis ausgeschrieben? Nee, nicht so wirklich, was haben sie da verdient? Nichts, ich habe ihr eigentlich mein ganzes Geld gegeben, dann wird es richtig schwer, ins Leben zurückzufinden, also, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich würde es jetzt nicht akzeptieren, wenn das jemand macht, aber da würde ich schon sagen, hey, die Person muss eigentlich in Therapie und
versuchen, selbst lebensfähig zu sein, weil oft ist das dann kein Geben und Nehmen mehr, ja? Wenn du jetzt dominant Sklavenverhältnis hast, ist das ja durchaus Geben und Nehmen und im Einverständnis, und da gibt es eine Metaebene, die versuchst du nicht anzusprechen, aber das kann durchaus auf gegenseitigen Respekt passieren und auf einer Abmachung passieren, und jeder kriegt da seinen Teil raus. Wenn das sehr einseitig ist und die andere Person dann nicht sehr erwachsen damit umgeht, ja, oder verantwortungsbewusst damit umgeht, kann es den anderen Menschen wirklich tief stürzen, bis zum Selbstmord bringen. Also da wäre ich dann noch vorsichtig. Also es gibt sicher einzelne sexuelle Formen, wo man überlegen muss, so auch sich auf einen anderen zu übergeben, ist eine Sache, wo du eben, ja, das kann Krebs, also Magensäure ständig durch den Magen hochzupumpen, ist sicher keine Sache, wo man sagt, der ist besonders gesund, und wenn der das aufnehmen muss, dann noch weniger. Also es gibt schon Sachen, wo man sagt, naja, ist kein permanenter Schaden sofort, aber ist schon sehr gesundheitsschädlich. Da kann man schon in Sachen reingehen, wo man Bedenken äußern könnte, und hin und wieder, wenn es eben das absolute Aufgeben von Menschen ist, ist es sicher auch so ein Punkt, wo man drüber reden sollte. Wie verändert zukünftige Technologien unsere Gesellschaft? So, ich gehe jetzt einfach einen sehr hohen Schritt und sage Hohlraum. Ja? Da gibt es ganz so viel dazwischen. Wir haben heute VR, da bist du schon sehr drinnen, wenn du dir hier ein Porno anschaust, wurde mir zumindest gesagt. Meine VR-Erfahrungen sind leider noch immer sehr begrenzt, was jetzt Spiele betrifft. Aber soll anscheinend absolut geil sein, wenn du dich selbst befriedigst, wurde mir gesagt. Wir gehen mal ganz weit und sagen, du hast einen Holoraum, und dann kannst du dir da zwar mit künstlicher Intelligenz aber andere Menschen darstellen. Das wird sich wahrscheinlich schon mal auf unsere Gesellschaft auswirken, ja, weil du brauchst nicht mehr so viel Menschenkontakt, das wird dir hier vorgegaukelt, und wenn du dann noch Sex haben kannst, können sich viele überlegen, soll ich jetzt in eine Disco gehen, 4 Stunden versuchen, irgendjemanden aufzureißen und dann mit dem Sex zu haben, oder einfach 2 Stunden in den Hohlraum gehen, dann ist die Sache sicher, ich kriege, was ich will, ist vielleicht irgendwann sogar billiger. Ja, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft, auf die Prostitution aus, auf die Pornoindustrie? Die Pornoindustrie hat ohnehin ein Problem, weil einfach so viel übers Internet kostenfrei unter Anführungszeichen gemacht wird. Dann gibt's. Ja, dann kann es einfach sein, dass das Sex generell zurückgeht, weil man bekommt, was man will. Es ist nicht peinlich, man muss nicht darum bitten. Man kann es jederzeit haben, man muss sich nicht an den anderen binden. Ja, könnte das so weit gehen? Ein Holoraum oder die ganze Technologie dazwischen oder was auch immer kommen mag, dass Partnerschaften einfach zurückgehen. Dann gehen natürlich auch die Sexunfälle zurück, wo man dann zufällig ein Kind bekommt. Dann bekommt man generell vielleicht weniger Kinder. Was zur Hölle auch immer, ja? Wenn ihr dazu Gedanken habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Ich kann hier, also ich kann mal diese Aussage treffen, ich bin mir sicher, dass es eine Intensivierung der Sexualität oder der sexuellen Praktiken gibt, dadurch, dass Internet gekommen ist. Ja? Da gibt es die einzelnen Schritte, aber Internet war, glaube ich, das Major Haupt fucking Super Short, sorry, wollte ich sagen, Ding, ja, das verdammt große Ding, wo sich das Ganze dann intensiviert hat. Wo könnte das noch überall hingehen? Wo seht ihr da Probleme? Da könnte die Technik wirklich irgendwann so zwischenmenschliche Probleme bereiten oder zwischen Menschen stehen. Da kann man jetzt in die Kristallkugel blicken. Liebe Sturmtrotze, würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Ansonsten segeln wir straff halt und auf zum Horizont.